Geier kreisen und warten auf ein neues Opfer. Ihr Ungläubigen, versucht nicht, in das Geheimnis der Toten einzudringen. Stört nicht den Frieden ihres Grabes, denn das bedeutet Lebensgefahr. Ich muss Ihnen eine Mitteilung machen und Sie warnen. Es gibt eine Sage, dass ein Fluch auf dem Sarg liegt. Es heißt, dass alle Menschen, die bei der Öffnung eines Pharaonensarges zufällig anwesend sind und das Gesicht der Mumie betrachten, umkommen werden. Ich habe Sie gewarnt. Sie sind gewarnt worden, Mr. Beauchamp. Nehmen Sie sich in Acht. Ihre Vergangenheit könnte Ihnen gefährlich werden. Und Sie, John Bray, hüten Sie sich. Lassen Sie der schlafenden Mumie Ihre Ruhe. Auch Sie, Mr. King, werden gewarnt. Lassen Sie nicht das Gold zu Ihrem Gott werden. Und Sie, Annette Dubois, hüten Sie sich vor den Zärtlichkeiten eines gut aussehenden Fremden. Alle, die Sie hier anwesend sind, versuchen Sie nicht, die Geheimnisse von Leben und Tod zu erforschen. Sie können nicht vor dem Fluch der Pharaonen davonlaufen. Uns allen droht der Tod für diese ruchlose Grabschändung. Der Rache des Pharao entgeht keiner, wenn er sich auch noch so gut zu verbergen sucht. Es ist die Geschichte eines mumifizierten Ungeheuers, das sich an denen rächt, die den Frieden seines Grabes gestört haben.